Also feuchteschutz. Schauen wir uns das etwas näher an. Das finden Sie dann im Teil B5 in dem Arbeitsheft. Wenn man sich das genauer anschaut, besteht das eigentlich aus drei verschiedenen Anforderungen. Die erste Anforderung, die ist, denke ich, absolut naheliegend. Das heißt, wir müssen natürlich verhindern, dass Schlagregen oder Niederschlag in Ihr Haus gelangt. Das ist irgendwie sonnenklar, logischerweise. Das heißt, wir haben zu tun mit, dem, mit der ersten Anforderung, das ist die Schlagregenbeanspruchung ähm, der Bauteile, die naja auch beregnet werden können. Das heißt, wir reden da über Bauteile oberhalb des Erdreichs. Das Ganze geht natürlich dann relativ zügig auch über in Bauteile, die in der Erde drinstecken. Da habe ich dann keinen Schlagregen mehr, sondern andere Abdichtungs- Anforderungen, dass natürlich auch Wasser, was im Erdreich drin steckt, nicht ins Bauteil gelangt oder auch ins Haus. Und wir haben darüber gesprochen im Bereich Wärmeschutz, dass wir auch diese Funktionsebene des Wärmeschutzes im Bereich von Fenstern zum Beispiel auch lückenlos ineinander überführen müssen. Das heißt, wir müssen uns auch Detailpunkte wiederum angucken, was jetzt die Dichtigkeit, die Schlagregendichtigkeit angeht und wie schließt das an? an die Schicht, an die Schichten meines Bauwerks, die für Abdichtung zuständig sind. Das heißt, wir werden über Fugen und Anschlüsse auch kurz sprechen. Das Ganze machen wir auf einer sehr grundlegenden Ebene. Also Sie werden einen Einstieg bekommen ins Thema, aber Sie werden jetzt nicht in der Veranstaltung im ersten Semester schon voll ausgebildeter Abdichtungsexperte werden. Zweites Feuchteschutzthema, und da müssen wir dann ein bisschen mehr drüber sprechen oder länger drüber sprechen, ist der sogenannte klimabedingte Feuchteschutz. Das finden Sie auch im, im Tabellenbuch als eigenes Kapitel. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen auch immer parallel gucken. Und beim klimabedingten Feuchteschutz gibt es auch wiederum zwei, zwei Richtungen, die ich untersuchen muss. Das eine ist dass auf der Oberfläche, auf der inneren Oberfläche meines Bauteils sich natürlich kein Kondenswasser, kein Tauwasser bilden darf. Und, und das ist die etwas schärfere Anforderung oder strengere Anforderung, es darf, die Feuchtigkeit darf auch nicht so hoch sein, dass Schimmelpilze wachsen können. Denkt mal, das ist auch naheliegend und erklärt sich von selbst. Also das ist jetzt kein Thema, was Sie mit dem Bauherrn extra noch abstimmen müssen. Da werden Sie selten einen Bauherrn finden, der sagt, ich hätte aber gerne Schimmelpilz auf der Innenoberfläche, sondern das ist quasi Grundlage und deswegen auch eine baurechtliche Mindestanforderung. Deswegen steht da auch Mindestwärmeschutz. Das heißt, die ist nicht verhandelbar. Das, was Sie aber gegebenenfalls abstimmen müssen, Das ist nicht die Anforderung, dass das da schimmelpilzfrei ist, sondern ähm, Sie müssen mh, sich ein Bild davon verschaffen, welche raumklimatischen Verhältnisse hat denn der Bauherr in den einzelnen Räumen. Wenn es normaler Wohnraum ist, dann sind die Anforderungen im Gesetz klar geregelt. Ähm, dazu zählen natürlich auch Bäder, ähm, also mit einer etwas höheren Luftfeuchte. Dazu zählen auch äh, Küchen oder sowas. Und ähm, aber vielleicht gibt es Räume im Haus, die einen sehr viel höheren Luftfeuchteanteil im Raum haben. Im Saunabereich zum Beispiel. Ja, vielleicht ist der ähm, etwas höher von der Luftfeucht, und dann muss ich mir gesondert, äh, besonders Gedanken dazu machen, dass da eben die Feuchtigkeit auf der Bauteiloberfläche nicht zu hoch wird. Das heißt, die Abstimmung mit dem Bauherrn erfolgt über die Nutzung Der einzelnen räume und ähm, das dann wie gesagt mit dem mit dem hintergrund ähm, ob ich irgendwo eine erhöhte eine erhöhte luftfeuchte zu erwarten habe sauna ist ein beispiel oder wenn ein bauherr einen botanischen garten errichten möchte oder ähm, ja, Echsen züchten möchte, die auch eine höhere Luftfeuchte brauchen. Also, wenn es solche Sondernutzungen gibt, die nicht üblich, übliche Wohnnutzung abbilden, dann ist das von dem gesetzlichen Mindestwärmeschutz nur insofern abgedeckt, dass ich trotzdem keinen Schimmelpilz zulassen darf. Wie da der Zusammenhang ist, das werden wir gleich sehen. Also, es gibt einmal die Anforderungen bezogen auf die Bauteiloberfläche, auf die innere Bauteiloberfläche. Meines Außenbauteils. Also, wir reden jetzt primär über Außenbauteile im ersten Semester. Und die zweite Anforderung, die beschäftigt sich damit, dass ich im Inneren von Bauteilen, also in der Baukonstruktion, auch kein Tauwasser haben darf. Das sind zwei getrennte Themen, die haben auch zwei getrennte Kapitel in dieser DIN 4108 Teil 3, also die sich mit dem klimabedingten Feuchteschutz beschäftigt. Und die muss ich auseinanderhalten können oder trennen können. Wenn wir uns das erste Kapitel mal anschauen, den, Min, äh, den, den äh, Schutz, sagen wir mal, der Bauteiloberfläche vor Schimmelpilzen oder Tauwasser, dann ist das abgedeckt. Und das haben wir schon quasi indirekt mit untersucht durch den Mindestwärmeschutz der Bauteile. Das heißt, wir haben ganz am Anfang mal... In der Tabelle haben Sie eingetragen, wie hoch muss der Durchlasswiderstand einer Außenwand sein, Mindestwärmeschutz nach Norm. Und durch diesen Mindestwärmeschutz nach Norm decke ich das alles schon ab. Das heißt, wenn wir da mal ähm, ins Tabellenbuch gucken und letzten Endes äh, spiegelt das auch wieder, was in der Norm steht, dann ist die maßgebliche ähm, Bedingung zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung die Bauteiloberflächentemperatur. Ja, das sehen Sie hier, die Formel 3411. 1, also die Temperatur auf der Innenoberfläche meines Bauteils, also TSI. Sie kennen den Übergangswiderstand innen, der hieß RSI, also Surface Internal, also Temperatur auf der Innenoberfläche. Die muss größer gleich sein einer gewissen ähm, Grenztemperatur. Und zwar einerseits was Schimmelpilz und was aber auch natürlich Tauwasser angeht. So, die Frage ist jetzt, wie hoch ist diese Temperatur? Wie hoch ist der Mindestwärmeschutz? Und das kann man sich berechnen. Also das hier ist eigentlich die maßgebliche Größe, die ist nämlich nochmal niedriger, äh, größer, Entschuldigung, als diese äh, Mindesttemperatur. Und das kann ich mir ausrechnen. Ähm, sie sehen im Tabellenbuch da auch diese Berechnungsformel ähm, dafür. Jetzt sieht das Ganze etwas, ähm, ja, etwas äh, kompliziert aus diese Formel. Deswegen gucken wir sie uns einfach auch noch mal kurz an. Es gibt nämlich eine, eine feste Beziehung sozusagen ähm, zwischen diesen beiden Temperaturen. Ganz kleiner Exkurs über das Thema Schimmelbild, Schimmelpilze. Das maßgeblich, also wann wachsen Schimmelpilze? Wenn ich wissen will, wie ich Schimmelpilzwachstum vermeide, muss ich wissen, wann Schimmelpilze wachsen. Und die maßgebliche ähm, Größe ist der freie, verfügt die freie verfügbare Wassermenge, der feuchte Gehalt an der Oberfläche. Also Schimmelpilzwachstum, alle anderen Wachstumsbedingungen kann ich vergessen. Sauerstoffgehalt, Temperatur, ähm, pH-Wert, Nährstoffgehalt, ähm, alles andere ist eigentlich nicht äh, maßgeblich dafür, weil ich es nicht begrenzen kann. Klar, Schimmelpilze wachsen auch nicht unter minus 10 Grad, aber ich will meine Oberfläche jetzt nicht tiefkühlen, nur damit keine Schimmelpilze wachsen. Ich kann auch den Nährstoffgehalt nicht regeln, weil Schimmelpilze alleine durch den Hausstaub genug Nährstoffe zum Wachstum finden. Schimmelpilzsporen sind immer in der Raumluft, sonst wird das Butterbrot auch nicht schimmeln. Also die Sporen kann ich auch nicht vermeiden, außer in einem Reinraum oder OP-Bereich, was wir auch nicht haben. Also ich kann nur den Feuchtegehalt begrenzen und es trocken genug halten, so dass möglichst keine Schimmelpilze wachsen. Und dieser maßgebliche Feuchtegehalt zur Vermeidung von Schimmelpilzwachstum, der liegt bei 80% relative Feuchte im Raum. Das ist der maßgebliche Feuchtegehalt, den ich vermeiden muss. Das heißt, mein Ziel muss sein, dass die vorhandene Luftfeuchte an der Oberfläche nicht größer ist als 80%. So, das heißt, Schimmelpilze brauchen kein flüssiges Wasser zum Wachstum. Also, es reicht nicht aus, Tauwasser zu vermeiden, sondern ich darf es auch nicht feuchter werden lassen als 80 Prozent relative Feuchte. So, das ist der erste Schritt. Das ist die maßgebliche Größe, die ich begrenzen muss. Jetzt wissen wir, wissen Sie aus Erfahrung, dass es einen Zusammenhang gibt. Da gehe ich jetzt gerade mal zurück im Tabellenbuch. Zur entsprechenden Stelle. So, es gibt einen Zusammenhang, das ist die Abbildung oben, zwischen der Lufttemperatur auf der X-Achse und der aufnehmbaren Wasserdampfkonzentration in der Raumluft. Das heißt, je kälter, ja, Sie sehen, dass die Kurve nach, je kälter die Raumluft ist, desto weniger Wasser kann die Luft aufnehmen. Je wärmer die Luft wird, umso mehr Wasser kann sie aufnehmen. Das heißt, wenn ich mich jetzt äh, ähm, Sagen wir mal, wir hätten 20 Grad Raumlufttemperatur und wir hätten 50 Prozent relative Feuchte, dann liegt die, der Feuchtegehalt etwa so bei 8-9 Gramm pro Kubikmeter. Ja, das heißt, auf die bezogene maximal aufnehmbare Wassermenge bei 20 Grad liegt das bei 17,27 Gramm. Sehen den oberen Fall. Das ist maximal aufnehmbar bei 20 Grad. Wenn ich eine relative Feuchte von 50% habe, heißt das, nur die Hälfte der maximal aufnehmbaren Wassermenge ist auch in der Luft drin. Also die Hälfte von 17,27 sind 8,6 oder sowas Gramm pro Kubikmeter. Wenn ich das jetzt in einen, einen Glaswürfel einsperren würde, diese Wassermenge, bezogen auf ein Volumen, und ich kühle die Luft ab, dann kann die Luft immer weniger Wasser aufnehmen. So, und wenn ich das dann abkühle, hier ist jetzt die Linie bei 60% gezogen und ich kühle das ab, dann weiß ich, irgendwann, wenn ich mich quasi auf der X-Achse bewege, wird meine Luft nicht mehr in der Lage sein, das gesamte Wasser aufzunehmen und dann wird es kondensieren. Ja, dann wird es an den, an den Wänden dieses Glaswürfels wird's dann flüssiges Wasser geben, dann kondensiert das Wasser, was durch die Luft nicht mehr aufgenommen werden kann. Und das ist so jetzt bei der Darstellung, also wenn ich 60% relative Feuchte nehme, ich gehe rüber, wo schneidet dann diese Linie die 100%-Kurve, dann gehe ich wieder runter, dann ist das so bei ja, 11, 11, 12 Grad der Fall. Das heißt, der Taupunkt der Luft liegt bei 12 Grad, in dem Beispiel aber nur, wenn ich eine Raumluft habe mit 20 Grad und 60% relativer Feuchte. Ich darf aber nicht. Und jetzt äh, gehe ich einfach mal hin und mache jetzt hier auch mal das Tabellenbuch auf, wenn es denn öffnet. Tatsache. So. Seite. 176. So, da sind wir wieder. Das heißt, nee, das nicht. So, gleich habe ich es. Ich schneide mir das mal aus. So, also, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe 20 Grad, ja, 20 Grad, 60 Prozent, dann lande ich bei diesem Punkt hier. Und wenn ich dann, machen wir das mal größer, wenn ich dann rübergehe auf der, oder horizontal quasi rübergehe und sage, ich darf maximal 80% relative Feuchte haben, das wäre diese Kurve hier, lande ich bei dem Punkt. Wenn ich dann wieder nach unten gehe, habe ich eine Temperatur an der Stelle, das ist meine minimal erforderliche Temperatur. Ja, vorgehen ist klar. Erster Schritt, ich gehe hoch, zweiter Schritt, ich gehe rüber, dritter Schritt, ich gehe runter und erhalte dann meine minimal erforderliche Temperatur zur Sicherstellung dieses sogenannten Schimmelpilzkriteriums. Ja, das da oben war das Schimmelpilzkriterium. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe 20 Grad oder sagen wir mal, ich habe 22 Grad, nehmen wir das mal so weg. Ich hätte 22 Grad. Gehe mal hoch. Na, so. Und ich hätte jetzt 22 Grad und 60 Prozent relative feuchte. Ja, weil sie mögen es einfach etwas wärmer. Ja, oder lüften etwas weniger. Das heißt, ihre Feuchtigkeit ist warum auch immer etwas höher. Äh, Temperatur ist höher, die Feuchtigkeit ist höher und ich gehe rüber. Ja, dann lande ich auch wieder bei der 80%-Kurve. An der Stelle hier. Gehe wieder runter und habe dann einmal hier meine Minimaltemperatur. Die liegt dann vielleicht bei 17 Grad. Das heißt, Sie sehen, je wärmer Ihr Raum ist im Inneren, und oder je höher die relative Feuchte im Raum ist, desto höher muss auch die Wandtemperatur sein, damit ich dieses Schimmelpilzkriterium einhalte. Ja? Ist das klar, dieser Zusammenhang? Deswegen ist es wichtig, dass Sie mit dem Bauherrn abstimmen, ob irgendwo Räume sind, die der Bauherr planmäßig... Vielleicht wärmer heizen möchte als ein normaler Wohnraum oder feuchter halten muss oder automatisch der Raum feuchter ist, weil mehr Wasser eingetragen wird. Vielleicht in so einem Wellnessbereich. Ja, wenn Sie ein Schwimmbad bauen möchten in Ihrem Haus, Ihre Entwürfe werden nicht groß genug sein dafür, aber mal angenommen, der Bauherr möchte ein Schwimmbad, ein Hallenbad bauen irgendwo, dann verdunstet natürlich ganz viel Wasser von dieser Wasseroberfläche. Das heißt, die Raumluftfeuchte im Schwimmbadbereich wäre, wenn ich die nicht abführen würde über eine Lüftungsanlage, sehr viel höher als 50-60 Prozent. Das heißt, es ist immer ein, ein Gleichgewichtszustand, wenn ich Schimmelpilzfreiheit haben möchte, der abhängt von der Innenraumtemperatur, von der relativen Feuchte im Raum und der Oberfläche des Bauteils, was ich von Schimmel frei halten möchte. Den Zusammenhang, die Abbildung, das sollte klar sein, ja, dass es da einen Zusammenhang gibt. So, jetzt ist es natürlich die Frage: ja, wenn Sie jetzt zum Bauherrn hingehen und sagen, naja, wie warm hetzt es denn gerne in deiner Bude und wie feucht soll es denn sein bei dir? Dann wird der Bauherr Sie groß angucken. Das heißt, nur ganz wenige Bauherren äh, haben da irgendwie eine Antwort parat. Äh, das sind dann nicht die normalen Hausbauer, sondern die gucken Sie an. Das heißt, da. Ist es Ihr Job zu entscheiden, wie warm und feucht wird es denn in diesen Räumen werden, beziehungsweise da gibt Ihnen dann auch ähm, die Norm eine entsprechende Vorgabe. Und das sind die Normen Klimabedingungen. Ich gehe gleich nochmal ins Tabellenbuch rein. Da steht das nämlich auch drin. So. Ist mal, die Überschrift ist mal egal, wichtig ist die Tabelle, die Sie da sehen. Und da sehen Sie, dass ähm, in, der, in der sogenannten Tauperiode sehen Sie diese Überschrift Raumklima in den Spalten 2 bis 5. Und da sehen Sie in der Spalte 2 das Theta I, also Ti, Raumlufttemperatur innen. Und Sie sehen in der Spalte 4 die relative Feuchte in Prozent, Phi I. Ja, das ist die Abkürzung wieder für die relative Feuchte in Prozent. Das heißt, die Normklimabedingungen sind 20 Grad, 50% Prozent relative Feuchte. Also Ti, 20 Grad Celsius, Phi sind 50% Prozent relative Feuchte. Das stammt dann aus der DIN 4108, hoppla, Teil 3, der klimabedingte Feuchteschutz. Wie gesagt, der Rest der Tabelle, da reden wir gleich drüber. So, und da sehen Sie auch schon, was unter, unter der Tabelle steht. Da steht für andere Nutzungen. Ja, hier ist die Regel von klimatisierte Wohn- und wohnähnlich genutzte Räume. Das ist die Überschrift dieser Tabelle da oben. Wohn- oder wohnähnlich genutzt sind natürlich ja, Wohnräume, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Bäder, also Bäder im Wohnhaus. Das sind übliche Wohn- oder wohnähnlich genutzte Räume. Bei Kellerräumen gilt streng genommen was anderes. Ja, ein Kellerraum, wie ist der genutzt? Das ist wieder diese Abstimmungsfrage mit dem Bauherrn. Wenn Sie da nur alte Weinflaschen lagern wollen, dann muss der weder beheizt noch klimatisiert sein. Der kann auch feuchter sein. Da kann es auch mal schimmeln an den Wänden vielleicht, ist dann dem Wein egal. Wenn Sie aber Papier lagern möchten oder Stoffe, Leder oder sowas, dann muss der Raum vielleicht beheizt sein. Ähm, Sie wollen auch nicht, dass die Raumluftfeuchte nach oben hin so wahnsinnig ausbricht. Das heißt, es ist nicht unüblich, einen Kellerraum auch da reinzurechnen und zu sagen, der wird durchaus wohnähnlich genutzt, wenn er für hochwertige Lagergüter verwendet wird. Wenn Sie aber jetzt hingehen und möchten, ähm, ein Schwimmbad, einen Wellnessbereich errichten, dann müssen sie selber definieren, wie da die raumklimatischen Bedingungen sind. Und das steht unter der Tabelle. Ja, das ist dann ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, aber im Prinzip steht da, wenn es anders genutzt wird, musst du mit dem Bauherrn selber darüber reden, wie diese Ansätze für das Raumklima getroffen werden müssen. Oder mit dem Fachplaner oder der Fachplanerin für Schwimmbadtechnik sprechen. Ja, also auch ein Schwimmbad plant jetzt nicht der übliche Architekt, sondern ein anderer Fachplaner. Und dann müssen Sie den fragen, wie warm ist denn im Schwimmbad und welche Luftfeuchtigkeit können wir denn da einhalten? Das heißt, da kriegen Sie dann auch Angaben im, im konkreten Planungsprozess. Für unser Wohngebäude, für unser Bauprojekt gehen wir aber mal erstmal davon aus, selbst wenn Sie da eine Sauna in den Keller stellen wollen, ja, ähm, das ist so kurzzeitig. Da wird's noch nicht irgendwie, wird man noch nicht von einer anderen Nutzung sprechen. Ähm, Schwimmbad, wie gesagt, ja halte ich für unwahrscheinlich, dass sie das unterbringen werden in ihrem kleinen Haus. Aber wenn sie wollen, können sie auch das machen. Ähm, und dann können sie diese Ansätze, also 20 Grad, 50 Prozent auch verwenden. So, gucken wir uns das an. Wozu führt das jetzt? Ja, 20 Grad, ich radiere das hier mal weg. So, 20 Grad, Mann oh Mann. So. 20 Grad Kurve. 50 Prozent. Haben wir da und dann bei 80% wieder runter. Können Sie mir jetzt glauben oder nicht. Ist ein bisschen unsauber vielleicht gezeichnet. 12,6 Grad. Ja. Die Kurve zeigt es nicht ganz. Also wenn man jetzt ablesen würde, würde man sagen 12,2 Grad vielleicht. Aber äh, glauben Sie mir mal. Ähm, das ist zeichnerische Ungenauigkeit. Wenn man es ausrechnet, weil ich kann das Ganze natürlich auch ausrechnen ähm, gibt es dann auch die entsprechenden Formeln im Tabellenbuch, so um das auszurechnen, dann sieht man, dass da 12,6 Grad rauskommen. Und dann ist das die minimale Temperatur der Oberfläche, die ich brauche, bei den Normen, Randbedingungen, Normen, Klimabedingungen im Raum. Das heißt, mein Ziel muss sein dass ich an jeder Stelle des Raums, und das steht wiederum in der Norm drin, dass ich, an jeder, dass ich an jeder Stelle des Raums, an jeder Stelle der Oberfläche meines Raums diese Temperatur nicht unterschreiten darf. Und zwar unter Normrandbedingungen innen. Und wir werden gleich sehen, naja, die Temperatur auf der Innenoberfläche meines Raumes, meines Raumes hängt ja auch davon ab, wie kalt es draußen ist. Also muss ich auch sagen, wie sind die Normrandbedingungen auf der Außenseite. Gucken wir uns das an, das steht auch in der Tabelle drin. Das heißt auf der Außenseite TE oder Theta E, das ist die Spalte 6 habe ich eine Temperatur von minus 5 Grad Celsius auf der Außenseite. So, das ist erstmal meine Definition aus der Norm kommt. Das heißt, aus dieser 80% relativen Feuchte folgt wiederum die Anforderung an Tmin. Ja, und T-min, wie gesagt, ist dann die Anforderung, die ich da auch einhalten muss. Das ist die kurze Erklärung dazu, weshalb ähm, warum da eine andere Temperatur steht als die Tau-Temperatur oder Taupunkttemperatur. 80% wegen Schimmelpilzwachstum. Die minimale Oberflächentemperatur hängt von der Temperatur im Raum und von der luftfeuchte im raum ab und auch noch von der außenlufttemperatur das muss alles das ist genormt das ist vorgegeben und der rest ist kein hexenwerk mehr so bis hierhin dazu zu dem zusammenhang fragen also wie gesagt das könnte sich einprägen diese grafik diese, diese kurvenschar oder auch nomogramm das heißt, der Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und aufnehmbarem Wassergehalt, wie ich damit arbeiten kann, ja, dass ich quasi immer in so einem Dreischritt quasi vorgehe. Ich kann das aber auch rumdrehen. Ich kann sagen, naja, gut, meine Oberfläche, die ist nun mal eben 10 Grad. Ja. Wie hoch darf die maximale Raumluftfeuchte sein? Also, ich kann damit auch umgekehrt arbeiten. Ich könnte sagen 10 Grad, 80 Prozent. Ja, gehe dann rüber. Und sag wie hoch darf meine Raumluftfeuchte sein bei 20%, damit es trotzdem nicht schimmelt und lande dann hier bei ungefähr ja 43, Quatsch doch 43 Prozent. Das heißt, wenn ich sicherstellen kann, dass meine Raumluft bei 20 Grad nicht feuchter wird als 43 Prozent, habe ich auch gewonnen. Ja, wenn ich sage, ich will aber 50% einhalten, wie warm darf denn der Raum dann sein? Auch das kann ich ablesen. Ja? Dann darf der im Prinzip nur irgendwie 18,5 Grad warm sein. Also ich kann mit dem Nomogramm schon ganz viel machen, planen, ähm, vorab berechnen, ohne, ja, ohne konkret Formeln ansetzen zu können. Wenn ich weiß, es gibt so ein Nomogramm, das steht in Tabellenbüchern, ich muss mir das nicht merken oder sowas. Und die Formeln dazu die sind dann auch letzten Endes der Software wiederum hinterlegt. So, was mache ich jetzt mit der Erkenntnis? Okay, ja, ich brauche 12,6 Grad, was heißt das jetzt? Das heißt, ähm, ja, im Prinzip muss ich mich jetzt wiederum damit beschäftigen und ausrechnen können, wie kalt ist denn meine Oberfläche eigentlich, wenn ich weiß. wie warm die Außenluft ist, wenn ich weiß, wie warm meine Innenraumluft ist, wenn ich weiß, wie gut mein Bauteil dämmt, ist der Rest relativ simpel. Da gehen wir jetzt noch mal zurück zum Kapitel B1 in die homogenen Bauteile rein und da hatte ich nämlich gesagt, wir werden über Temperaturverteilung noch sprechen. Das erkennen Sie gleich hier, so da sind wir. Das heißt, wir müssen ermitteln können, die Temperaturverteilung in einem Bauteil. Wenn die maßgebliche Größe die ist, dass ich die raumzugewandte Oberflächentemperatur auf einen bestimmten Wert bringen muss, ja, dann muss ich wissen, wie hoch ist sie denn ja, bei meinem konkreten Fall. Und das Schöne daran ist, auch da gibt es wieder ein, ein grafisches Verfahren, ohne dass Sie irgendwas rechnen müssen. Das ist hier dargestellt und das können Sie sich auch über dieses Video kurz angucken, wie das funktioniert. Und ganz kurz nur die Erklärung dazu. Sie wissen, und das ist dieses kleine Schaubild da unten rechts, Sie wissen, welche Widerstände wir alle schon hatten. Wir hatten zum Beispiel die Übergangswiderstände auf der Außenseite und auf der Innenseite, RSI, diese Übergangswiderstände. Dann gibt es die Wärmedurchlasswiderstände der einzelnen Schichten. Jetzt rede ich nur von homogenen Bauteilen. Und das schöne ist, beim Temperaturverlauf der Temperaturverlauf wird sich proportional zu diesen einzelnen Widerständen entwickeln. Den Zusammenhang, den können Sie sich angucken im Video, der ist nämlich über die Wärmeleitfähigkeit definiert. Ja, Wärmetransportmechanismus, Wärmestrom, Wärmestromdichte, ähm, da floss auch die Temperaturdifferenz ein, wenn Sie sich da nochmal dunkel dran erinnern. Das heißt, über die Widerstände meiner Bauteilschichten, je größer ein Widerstand ist, desto größer ist auch der Temperatursprung innerhalb dieser Schicht. Also er ist proportional der Zusammenhang, der ist nicht quadratisch, logarithmisch oder sonst irgendwas, sondern der ist... Wenn die Randbedingungen konstant sind, innen und außen, ist der Temperaturverlauf proportional zu den Widerständen der Schichten. Und das kann ich mir grafisch zunutze machen, indem ich mir ein Diagramm aufzeichne, in auf dem oder indem auf der X-Achse nicht irgendeine Dimension steckt, also die Dicke der Schicht, sondern auf der X-Achse vermaße ich den Wärme, Widerstand. Aller Schichten inklusive meiner Übergangswiderstände RSI und RSE. Das habe ich jetzt für ein Beispiel, ohne jetzt Werte reinzuschreiben, schon mal hier gemacht. Ja, Sie sehen, ganz links fängt es an mit RSE hier an der Stelle. Dann kommt die Schicht 1, mein Widerstand 1, Durchlasswiderstand der Schicht 1, Durchlasswiderstand der Schicht 2, das ist meine Wärmedämmung. Deswegen ist das der größte Widerstand. Größte, ähm, Sprung, den ich erwarte, naja, die Wärmedämmung, kleinste Wärmeleitfähigkeit und so weiter. Dann kommt der Wärmedurchlasswiderstand R3 und der äußere Übergangswiderstand RSE. So, x-Achse geklärt. Auf der y-Achse trage ich jetzt Temperatur auf. Und wenn ich jetzt da weiß, dass meine definitionsgemäße Innenraumlufttemperatur bei 20 Grad liegt und meine Norm. Außenlufttemperatur bei minus 5 Grad liegt und wenn ich dann weiß, dass der Zusammenhang proportional ist, dann muss ich nichts anderes machen, als im echten Leben ein Lineal da dran legen. Auch das scheitert jetzt daran, dass das Lineal in OneNote nur in festen Gradschritten springt, deswegen treffe ich nicht ganz unten die minus 5. Ich ziehe, eine, ich ziehe eine gerade Linie und jetzt kann ich ablesen. Ich kann ablesen, diese Temperaturen hier. Das ist für eine händische Berechnung, wo es schnell gehen muss, wo ich nur genau, grob genau sein muss, ist das völlig in Ordnung, wenn ich ablese und kann dann meine Temperaturen ablesen. Ja, ich kann dann hier zum Beispiel sagen, okay, ich liege ungefähr bei oh, ungefähr was haben wir hier 18, sagen wir 18,3 grad ja in dem beispiel lege ich hier dann vielleicht bei ungefähr 14 grad ja, an der stelle, ungefähr bei minus 1 Grad. Und hier außen liege ich grob betrachtet minus, was sagen wir, 4,3. ungefähr 4,3 Grad. Das heißt, ich kenne sofort, wenn ich so grafisch vorgehe, muss ich nicht lange überlegen, kenne ich die sogenannten... Schichtgrenztemperaturen, also der Temperaturzustand an den einzelnen Oberflächen oder den Übergängen. Und das kann ich natürlich jetzt wiederum in mein Realbauteil übertragen. Ja, ich kann jetzt hingehen und sagen: Okay, die innere Oberfläche, ja, die Raumluft hier, Ti, liegt bei plus 20 Grad. Raumlufttemperatur. Ich zeichne das jetzt nur mal qualitativ ein. Und die Oberfläche, die liegt nicht mehr bei 20 Grad, sondern die liegt nur noch bei 18,3 Grad. Ja, und der Sprung wird dann hier so leicht abgerundet sein. Ja, das hier wären dann die 18,3 Grad. Die nächste Temperatur liegt dann vielleicht bei, haben wir hier ausgerechnet, 14 Grad. Dazwischen wird das linear sein. Ja, hier 14 Grad. Nächste Temperatur liegt schon bei minus 1 Grad. Dann minus 4,3 Grad. Bis die Außenluft T extern bei minus 5 Grad liegt und hier wieder leicht nach oben geht. Das heißt, ich kann relativ schnell... Qualitativ, ja, ich habe jetzt keine Dimension eingezeichnet, quasi aus dem grafischen Verlauf die Temperaturen übertragen in, das, in eine konkrete Bauteilskizze. Naja, und da habe ich das, was ich brauche. Ich habe die Oberflächentemperatur hier auf der Innenseite. Ja? Das ist die Temperatur die ich wissen will. Und die muss größer sein als meine Minimaltemperatur T-min, die wir eben kennengelernt haben. Ja? Grafisches Verfahren, wie gesagt, gucken Sie sich das Video an. Es gibt natürlich auch ein rechnerisches Verfahren. Das können Sie gerne auch durchspielen. Das ist in dem Video auch erklärt. Ist auch nicht weiter spektakulär. So, jetzt bin ich wieder ein Stück schlauer. Ich kann mir die Temperatur berechnen. Ich kann sie mir auch grafisch ermitteln. So, aber eigentlich will ich Ihnen erklären, wo kommen diese Mindestanforderungen für den Wärmedurchlasswiderstand meiner Konstruktionen her? Das will ich eigentlich erklären. Wovon oder was passiert, wenn ich bei dieser grafischen Ermittlung mein Bauteil besser dämme. Also wenn ich, den wärme, wenn ich meine Wärmedämmung, in dem Beispiel wäre das meine Schicht Nummer 2, oder sagen wir mal ich würde sie verringern. Ja, ich mache die Schicht 2 mit der Wärmedämmung dünner. Das heißt der Wärmedurchlasswiderstand wird dünner. Was passiert ähm, mit der Oberflächentemperatur? Also was passiert mit dieser Temperatur hier an der Stelle die Oberfläche innen, wenn ich den Wärmedurchlasswiderstand der Schicht 2 in meinem Beispiel verringere? Gibt es drei Möglichkeiten. Wird größer, wird kleiner, bleibt gleich. Jetzt machen wir einfach mal folgendes. Das ist doch wunderbar. Ich mache nämlich jetzt eine kleine Umfrage. Oh, wenn das überhaupt geht. Gucken wir mal. David, kannst du eigentlich auch Umfragen anlegen? Ja. Dann mach doch mal eine Umfrage. Größer, kleiner, gleich. Ah, Mit dem nee, langsam. Also, ähm, ich glaube, ich habe eine Umfrage äh, von dir hier. Ja, Umfrage kann, 1 Geräte. Kannst sie bearbeiten? Nee, genau. Okay, das halt nicht. gut, dann muss ich das Sorry. machen. Kein Problem. Kein Problem. So. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin total gespannt. das ding ach so. so wunderbar da ist die umfrage Und da ist er also ich starte die mal sie müssten jetzt denke ich hoffe ich eine umfrage sehen bei sich auf dem bildschirm also was passiert mit der Temperatur der Oberfläche innen, wenn ich den Durchlasswiderstand R2 verringere. Ja, also TSI, wenn R2 kleiner wird. Wird dann die Oberflächentemperatur auch kleiner? Wird sie größer? Bleibt sie gleich? Ähm, wenn Sie äh, unsicher sind, dann entscheiden sie sich einfach, ist eine anonyme Abstimmung. Also ich notiere mir jetzt nicht, wer jetzt hier <laughs> falsch abgestimmt hat, um Gottes Willen. Ja, also, was passiert mit der inneren Oberflächentemperatur, wenn ich meinen Durchlasswiderstand 2 verringere? Darüber nachdenken, ein bisschen. So, 29 von 36, 30 von 36, wunderbar. Was nicht, sehen Sie die Ergebnisse eigentlich? Nicht? Wunderbar. Gut, 32 von 36, weiß jetzt nicht, ob da noch was kommt. Ähm So, ansonsten hat, es zeichnet sich hier ein relativ deutliches Bild ab. Und Sie müssten jetzt eigentlich auch die Werte sehen auf einem separaten Fenster. Das sind also so die Abstimmungsergebnisse. Also die meisten sind der Meinung, es wird kleiner. Die Oberflächentemperatur sinkt, wenn ich den Wärmedurchlasswiderstand reduziere. Gucken wir uns das mal an, ob das passt. Ich nehme mal. Gehe mal in Grau hier rein und sage, ich reduziere das mal ganz deutlich und sage, ähm, ich verschiebe jetzt, gehe jetzt mal an die Stelle. Dann haben wir hier natürlich noch weiterhin meine Wand, also R3 bleibt ja gleich. An der Stelle ungefähr ist das dann so viel hier. Und natürlich bleibt mein Übergangswiderstand auch gleich. Das wäre ungefähr das hier. Das heißt, ich verschiebe jetzt letzten Endes die Kurve hier nach da, die nach da und die nach da. Die Temperatur bliebe natürlich gleich. Das heißt, an der Stelle hier habe ich wieder meine 20 Grad. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich bleibe innen äh, außen bei minus 5 innen bei 20, dann ziehe ich hier mal so eine Linie wieder hoch. Und dann sehen wir hier ist dann die Oberflächentemperatur hier und wenn ich das vergleiche mit vorher, dann sehen wir tatsächlich, dass die Oberflächentemperatur sinkt, wenn ich den Wärmedurchlasswiderstand verringere. Ja, das heißt, da noch mal drüber nachbleiben, äh, drüber nachdenken. Verstehen, okay, ist irgendwie auch logisch. Ne? Wenn ich schlechter Wärmedämme, warum soll dann die Oberfläche wärmer werden? Ja. Das heißt, ich kann die Oberflächentemperatur beeinflussen durch den Wärmedurchlasswiderstand. Sie können das Fenster selber wegklicken, dann, äh, die Umfrage. Ich kann die Oberflächentemper Oberflächentemperatur beeinflussen durch den Wärmedurchlasswiderstand meiner, meines Bauteils. So, nächste Frage. Ah, habe ich die Überschrift falsch formuliert. Ähm. So, da gehe ich nochmal in die Bearbeitung. Nächste Frage. Was passiert denn mit der Oberflächentemperatur, wenn ich den... Ähm, Moment, muss hier gerade ein bisschen rumstottern. Uh, so. Was passiert mit der Oberflächentemperatur, wenn ich den inneren Übergangswiderstand vergrößere? Ja, also was passiert, wenn ich nicht irgendeinen Durchlasswiderstand einer Schicht vergrößere, sondern was passiert, wenn ich den Durchlasswiderstand vergrößere? Also den Zusammenhang zwischen Innenoberflächentemperatur und Übergangswiderstand auf der Innenseite. Also was passiert, wenn ich den Wert für S. Für RSI größer mache. Alles andere bleibt gleich. Alle anderen Schichten, das gleiche Bauteil. Ich mache nur den Übergangswiderstand auf der inneren Seite größer. Wird dann die Oberflächentemperatur wieder zunehmen? Wird sie abnehmen? Bleibt sie gleich? Auch da einfach mal drüber nachdenken. Jetzt bräuchte ich so Kaffeehausmusik. Ja. Nein, keine Angst. Äh, mache ich nicht. Folgen Sie Ihrer Intuition oder denken Sie nach, Machen Sie beides. Überlegen Sie taktisch? Warum fragt er das jetzt noch mal? Was passiert, wenn ich nur RSI größer mache? Entweder ist die Unsicherheit größer oder das Abstimmungsverhalten zurückhaltender. wieder der Marke von eben 34 von 36 hatten wir eben glaube 35 von 36 David hast du auch abgestimmt <laughs> nein alles gut Bin am arbeiten du arbeitest oh Gott warmer <laughs> gut gucken wir uns das mal an Resultate freigeben das heißt ähm, auch hier denkt die mehrheit der Wert der Oberflächentemperatur steigt, wenn ich den Wert für RSI vergrößere. Gucken wir uns das auch mal an. Ja, was haben wir noch für eine Farbe? Das heißt, wir vergrößern jetzt ähm, nur den hinteren Strich. Ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen und sage, okay, diese Linie, die verschiebe ich jetzt nach da. Dann brauche ich hier nochmal eine Verlängerung dieser Linie. Na. Das heißt, an der Stelle habe ich jetzt meine 20 Grad. Ich gehe wieder runter auf die, ungefähr jedenfalls treffe ich es hier, naja, ungefähr jedenfalls. Und dann haben wir unsere Oberflächentemperatur an der Stelle hier. Das heißt, in der Tat ist es so, dass die Oberflächentemperatur absinkt, wenn ich den inneren Übergangswiderstand vergrößere. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Eben hatten wir Eben hatten wir eigentlich was anderes, wenn ich jetzt eben R2 vergrößert hätte, dann wenn wir uns das dann mal angucken, dann würde die Oberflächentemperatur tatsächlich ansteigen. Wenn ich jetzt den Übergangswiderstand auf der Innenseite vergrößere, sinkt tatsächlich die Oberflächentemperatur ab. Und das ist, wenn man es jetzt insgesamt sieht, auch logisch. Vielleicht noch nicht. Ja? Also da erklären wir jetzt oder erkläre ich noch ein bisschen dran rum, wenn ich jetzt diese Grafik, die ich jetzt hier gezeichnet habe, mal etwas anders zeichne. Und sag, ich habe wieder hier die Temperatur, ich habe hier wieder meinen Widerstand R, aber ich schreibe das jetzt in Prozent. Ja, und sage, ich habe hier an der Stelle 100% bezogen auf meinen Gesamt, ja, was eigentlich Gesamttransmissions, also den Gesamtwärmedurchgangswiderstand RT. Und RT war ja die Summe aus RSI plus RSE plus die Summe aller Durchlasswiderstände, die dazwischen hängen. Das war ja mein Durchgangswiderstand R. Und da sage ich jetzt, das sind 100%, ja? und sage dann zum Beispiel an der Stelle, jetzt nehme ich, mal, nehme ich mal grün, sage dann hier, das hier ist RSE, aber nicht absolut gesehen, sondern bezogen, auf meinen Gesamtdurchlass Durchgangswiderstand RT, prozentual gesehen. So, und der Rest hier, das ist ja quasi RT minus RSI dividiert durch RT. Ja, der Rest dividiert durch RT. Entschuldigung, ich habe hier da muss ich, Das ist mein Radiergummi wahrscheinlich zu groß, genau, RSE, so. Ja, also RT minus RSE dividiert durch RT ist der Rest. Ja. So, und jetzt sagen wir, hier sind die 20 Grad, hier unten sind minus 5 Grad. So sieht dann immer der Temperaturverlauf ab, äh, aus. Nur die Linien quasi, na, grün. Die Linien dazwischen, ja, ich habe dann hier noch die anderen Linien gehabt, die verschieben sich, aber immer innerhalb dieser 100%-Markierungen. Ja? Das heißt, je größer der Anteil eines Übergangswiderstands wird, bezogen auf 100%, desto größer ist auch der Temperatursprung. Ja, wenn das jetzt hier, dieser Abstand hier breiter wird, dann ist auch der Anteil am Gesamttransmissionswiderstand größer. So, wenn der Anteil größer ist, dann muss auch dieser Temperatursprung hier größer werden. Das ist ja proportional der Zusammenhang. Klar, soweit. Und nichts anderes hatte ich eben. Ich habe den Übergangswiderstand größer gemacht. Der ganze Widerstand wurde dadurch zwar auch größer, aber der Anteil des Übergangswiderstands am gesamten Wärmedurchgangswiderstand wurde größer. Okay? Ich sehe nur ein Bild und einen Nicken. Das heißt, Sie haben immer einen Referenzstudierenden unter sich wenn der nickt dann mache ich weiter <laughs> ja. sonst melden sie sich bitte ja wenn das nicht klar ist also der zusammenhang oder die breite und die breite hier die sind proportional so und jetzt jetzt kann ich folgendes machen ich kann sagen okay diese stelle hier diese temperatur hier das müssen mindestens 12,6 Grad Celsius sein. Meine Schimmelpilzgrenztemperatur. Okay. Das heißt, das Delta hier oben also die Temperatur, der Temperatursprung Delta T innerhalb meines Widerstands auf der Außenseite. Entschuldigung. Sagen Sie doch was, stimmt doch gar nicht. Ja, ich muss ja. Na, immer wieder passiert mir das. Ich habe diese Indizes falsch gemacht. So RSI ist das bezogen auf RT. Nicht, also ich bin ja auf der Innenseite. Ja, der Index war falsch. Okay, trotzdem noch klar oder muss ich wieder zurückspulen? Ich hoffe, es ist noch klar. Also ich bin auf der Innenseite ja. Das heißt, die Temperatur hier muss größer 12,6 Grad Celsius sein. Das heißt, dieser Temperatursprung hier, Delta T, im Bereich des Übergangswiderstands RSI, dieses Delta T RSI, weiß ich auch, wie groß das sein wird. Das ist nämlich nichts anderes als 12, minus 12 20 minus 12,6. 7,4 Kelvin. Temperaturdifferenzen immer in Kelvin. Und jetzt weiß ich, welcher Anteil das ist, weil ich weiß auch, der Rest hier, das Delta hier, sind nämlich, wie groß ist dieses Delta, Delta T Rest, sagen wir mal. Delta T Rest. Ja, ich kann das jetzt direkt berechnen oder aus der Differenz da oben. Ich habe ja eine Gesamttemperaturdifferenz von 20 minus minus 5, 25 Kelvin. Ja, von 20 auf minus 5 runter sind 25 Kelvin. Minus das, was ich da oben schon habe, also minus die 7,4, also minus 7,4, so, minus 25, das heißt, ich habe 12,4, 12,4, das nee. stimmt. Ja, ja, 17,4. 17,6 sein. Ja, ja, alles gut. <laughs> haben recht. Mich auch gerade gewundert. Danke. Äh, 17,6 ist sozusagen der Rest hier. Ja, 17,6 Kelvin. Und jetzt weiß ich, okay, die Widerstände unten auf der X-Achse und die Temperatursprünge auf der Y-Achse, die sind proportional. Und jetzt kann ich einen Dreisatz anwenden. Ja, wenn ich nämlich weiß, wie groß das hier ist, der Sprung auf der y-Achse, und ich weiß, wie groß das Ganze ist hier, dann weiß ich, das verhält sich genauso wie der Sprung hier zu dem Rest hier. Ja, das weiß ich auch. Doch das hier nenne ich jetzt mal meine große Unbekannte. Ja, das ist der, der Übergangswiderstand im Verhältnis zum Gesamtdurchgangswiderstand. Das ist also mein RSI ins Verhältnis gesetzt zu RT, bezogen auf den Rest da. Man kann es noch was vereinfachen, das machen wir gleich. Das ist das gleiche wie die 7,4 ins Verhältnisgesetz zu den 17,6. Und die einzige Unbekannte, die ich habe, ist, wenn ich es denn haben will, den Übergangswiderstand auf der Innenseite, eigentlich kennen wir den doch werden Sie jetzt sagen, aber ähm, wir kennen ihn eigentlich nicht. da, da kommen wir gleich noch zu. Und das, was ich da geschrieben habe, das kann ich noch ein bisschen einfacher machen. Ich könnte nämlich auch hinschreiben ähm, RSI durch RT bezogen auf den Gesamtwert RT ist das gleiche wie 7,4 bezogen auf die Gesamttemperaturdifferenz von 25 an der Stelle. Und auch da habe ich eine Formel mit einer unbekannten RSI. Wenn ich den Rest kenne, na, das ist die Voraussetzung. Wenn ich den Rest kenne, ähm, dann kenne ich das. Dann lässt sich die Formel auflösen. Wo ist das Problem? Wo ist der Knoten bei Ihnen im Kopf, wenn Sie die Formel so sehen? RT ist das Problem. RT ist ja RSI plus RSE plus die Summe aller Schichten. Ja, mal angenommen, ich kenne den äußeren Übergangswiderstand, ich kenne alle Schichten. Das heißt, hier steckt auch wieder RSI drin. Ja. Kann, ich, kann ich auflösen. Ja? Also Sie können trotzdem natürlich sagen, okay, wenn ich den Rest kenne, ist es trotzdem nur eine Unbekannte. Aber da wird die Formel bläht sich etwas auf wenn sie das so sehen. Ja? Und sie hätten immer noch die Diskussion, ja, was ist mit dem äußeren Übergangswiderstand? Ich will ja eigentlich, was will ich eigentlich? Ich will Schimmelpilze verhindern, also will ich wissen, wie gut muss mein Bauteil sein. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß, wie die Temperatur sein muss auf der Innenseite. Jetzt will ich wissen, wie gut muss das Bauteil sein. Unter sicheren Annahmen. Ja, und ich sage, die Variable, die wir haben, der Punkt, über den wir reden müssen, ist dieser Übergangswiderstand auf der Innenseite. Und da geht die Norm jetzt einen eleganten Weg und sagt, wir betrachten mal verschiedene Fälle für den Übergangswiderstand auf der Innenseite. Ja, sichere Annahmen, unsichere Annahmen. Und wir geben dir dann eine Vorgabe, sodass du dir keine Gedanken mehr machen musst über die Übergangswiderstände. Und das ist das, was sie in der Norm gefunden haben unter den im Bereich Mindestwärmeschutz. Suche das gerade noch mal raus, wo das im Tabellenbuch stand. So, Wärme, Mindestwärmeschutz. So, und beim Mindestwärmeschutz gab es ja diese Tabelle. Und da sehen Sie nicht den Wärmedurchgangswiderstand RT, der da festgelegt ist, sondern nur der Wärmedurchlasswiderstand ohne die Übergangswiderstände auf der Innen- und Außenseite, damit Sie eben gar nicht darüber philosophieren müssen, wie groß muss denn jetzt mein, mein, ähm, mein Übergangswiderstand auf der Innenseite sein. Ja, weil der bestimmt ja maßgeblich, haben wir ja gesehen, maßgeblich die Innenoberflächentemperatur. Deswegen sagt die Norm, wir machen euch das Leben leichter, indem wir nicht den Wärmedurchgangswiderstand regeln und dann gibt es Diskussionen, mit welchem Übergangswiderstand muss ich denn rechnen und so weiter, sondern die DIN-Norm gibt Ihnen vor den Wärmedurchlasswiderstand. Und das ist der Wert hier. Ja, die Summe aller Widerstände r, das ist das, was in der Norm, in der DIN 41. Na, 41.08 Teil 2 als Mindestwärmeschutz vorgegeben ist. Das ist der Grund dafür, warum da nicht der Durchgangswiderstand steht oder der U-Wert. Ja, damals haben Sie sich vielleicht gefragt, hey bei der KfW und bei dem Gebäudeenergiegesetz überall stehen U-Werte. Warum steht denn jetzt hier der Wärmedurchlasswiderstand? Was ist das denn für ein Quatsch? Das hat der Gesetzgeber und der Norm, nicht der Gesetzgeber, der Normherausgeber, äh, der DIN, äh, das DIN gesagt. Das machen wir deswegen, damit es keine Diskussionen gibt, wie der Übergangswiderstand ist. Weil der Übergangswiderstand maßgeblich die Innenoberflächentemperatur verändert. Ja, Und in der, in der Abbildung hier habe ich Ihnen jetzt gezeigt, mehr oder weniger klar, ich hoffe, dass es, dass es nachvollziehbar ist. Warum ist das wichtig? Weil der Übergangswiderstand einen großen Anteil hat an der Oberflächentemperatur unseres Bauteils. So, das Ganze mal ein bisschen sacken lassen. Wie sind wir jetzt zu der Stelle gekommen? Wir haben eigentlich gesprochen über klimabedingten Feuchteschutz. Vermeidung kritischer Zustände auf der Oberfläche, auf der Innenoberfläche von Außenbauteilen. Schimmelpilzvermeidung. Und diese Temperatur T-min ist quasi das, was ich eigentlich begrenzen will. Der Gesetzgeber macht daraus aber Einen Mindestdurchlasswiderstand Ermin. Das habe ich Ihnen gerade gezeigt, wie da der Zusammenhang ist. Ja? Deswegen Mindestwärmeschutz von Bauteilen. So, jetzt wäre der Zeitpunkt Fragen zu stellen, während ich was vorbereite. Haben Sie Fragen dazu, zu dem Zusammenhang? So, und jetzt ist die Frage, habe ich das Thema damit schon erschlagen oder muss ich mir noch was anderes angucken? Und ähm, naja, wenn ich so doof schon frage, dann muss ich mir natürlich noch was anderes anschauen. Ähm, und das ist... Ja, ist das Thema Wärmebrücken. Und jetzt sind wir natürlich nicht im Winter. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass Sie gleich ein Bild sehen, genau, von einer Wärmebildkamera. Die ich hier, also an Smartphone dran gesteckt, ist hier so eine kleine Wärmebildkamera. Ist aber eine echte. Auch gar nicht so ungenaue Wärmebildkamera. So, jetzt muss ich den Bereich, der ist noch richtig, wunderbar. Und ähm, das halte ich jetzt einfach mal hier in die Fensterleibung, also Dachflächenfenster rein. Und eine Thermografiekamera macht erstmal nichts anderes als die Strahlungstemperaturen. Passt noch nicht ganz. Ein bisschen anpassen. Die Strahlungstemperaturen der Oberflächen entsprechend darzustellen. Das ist nichts anderes, was eine Thermografiekamera macht. Das heißt, die Thermografiekamera, muss ich noch ein anderes Teil anschalten, ähm, stellt nicht direkt oder kann nicht direkt die Oberflächentemperatur tatsächlich abgreifen, sondern die Thermografiekamera kann nur die Strahlungstemperatur messen. Das muss man wissen, warum, wenn ich nämlich jetzt irgendeine andere Oberfläche messen will, wie die Glasscheibe, die dazwischen ist, ich mache Ihnen mal ähm, die sichtbare Kamera an, so sieht das dann im normalen Spektrum aus, also wenn man mal das Thermografiebild weglässt, so sieht die Dachflächen, so sieht mein Dachflächenfenster aus und ein paar Wölkchen am Himmel. Ähm, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich messe jetzt eine Temperatur oder will die Temperatur messen von dieser Glasscheibe, ähm, dann habe ich hier, Sie sehen, ach, oh, was ist denn hier los? Habe ich doch angeschlossen. Vorführeffekt. Also Sie werden gleich sehen, dass eine Thermografiekamera trotzdem nichts anderes ist als eine, eine normale Kamera. Das heißt, Sie werden gleich, wenn denn das Ding hier wieder reagiert, ja, so ist das mit der Technik wenn Sie sehen, dass ich nicht direkt die Temperaturen der Oberflächen messe kann, messen kann, sondern ähm, ich kann nur die Strahlungstemperatur messen. Und die Strahlungstemperatur, die hängt jetzt wiederum davon ab, ähm, welchen Emissionsgrad meine Oberfläche hat. Also es gibt Metalloberflächen, die sehr viel Wärme abstrahlen. Und es gibt so bautypische äh, Materialien, wie auch zum Beispiel hier Gipskarton, was Sie da eben gesehen haben in der Fensterleibung, die haben einen anderen Emissionsgrad. Und wenn ich jetzt auf eine Metalloberfläche gehe, wie hier dieses, dieses Gerät, oh, Tastatur, dahinter ist Metall, dann hat das einen ganz anderen Emissionsgrad und die Temperatur ist eventuell falsch, die da angezeigt wird. Das heißt, wenn Sie Thermogramme machen, wenn Sie solche thermografischen Aufnahmen machen, um dann auch ablesen zu können, wie warm oder kalt ist denn jetzt die Oberflächentemperatur, dann müssen Sie den sogenannten Emissionsgrad wissen einer Oberfläche. Gucken wir uns gleich an. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal das Foto und Sie sehen, dass in, in dem Bereich der Fensterleibung in der Ecke, dass sich da zeichnet sich diese Wärmebrücke ab. Sie sehen, dass es da etwas kälter ist beim Übergang zwischen Fensterrahmen oder auch hier in der Ecke zwischen dem unteren Leibungsbereich und der seitlichen Leibung, dass da die Temperatur etwas niedriger ist oder wenn ich Mal ja, passt eigentlich noch. Das ist jetzt der Unterbereich meiner Dachfläche Übergang also Traufbereich ähm, sehen wir, dass da sich die Temperatur nicht so schön homogen verhält wie jetzt auf der Wand, sondern sich das etwas anders abzeichnet. Und ich mache jetzt einfach mal hier so ein Foto. Das heißt, man muss schon auch immer kontrollieren. Die Temperatur von ungefähr 20 Grad, die ich da jetzt gemessen habe, habe ich die tatsächlich. Und das muss ich machen oder kann ich machen. Nicht immer unmittelbar mit einer Thermografiekamera, sondern dafür brauche ich dann wieder ein anderes Gerät. Und da nehme ich jetzt einfach mal die. Nee, falsch. Nehme ich das jetzt nochmal her. So sondern so ein Messgerät hier, was Sie hier sehen, mit entsprechend einem Oberflächenfühler. Ja, Sie sehen hier ähm, so eine Messspitze, so eine Messspitze da dran, äh, und damit kann ich jetzt direkt die Oberflächentemperatur messen oder auch ablesen. Das heißt, wir haben jetzt hier, und ich gerade mal richtig einstellen. Messfühler K, wir haben jetzt hier eine Oberflächentemperatur oder Lufttemperatur ist es von 21,3. Jetzt halte ich mir das Ding mal ähm, an meine Handoberfläche und wir sehen, jetzt misst das Gerät meine Oberflächentemperatur im Bereich des Handgelenks, steigt jetzt an und ich kann quasi direkt mit dieser Messspitze die Oberflächentemperatur ablesen oder abgreifen. Der untere Wert ist der Luftdruck. Ich ändere den jetzt mal auf die Raumlufttemperatur. Also im Raum habe ich hier eine Temperatur von 21,7 Grad Celsius. Das ist jetzt ein anderer Messkopf, der hier. Ähm, der kann CO2-Gehalt, Luftdruck und halt auch Raumluftfeuchte und Temperatur messen. Wenn ich jetzt damit mal in die Leibung gehe und jetzt wird es wahrscheinlich was leiser. Dann sehen wir, dass tatsächlich die Oberflächentemperatur ähm, ungefähr bei 21 Grad lag, also etwas höher als im Thermogramm. Und ich kann sagen: Okay, alles wunderbar, passt, größenordnungsmäßig die thermografische Darstellung und das, was ich tatsächlich gemessen habe, das passt so in etwa überein. So sollte man immer auch ähm, die An- oder die Angaben oder die Darstellung der Thermografieaufnahmen auch, auch noch mal validieren oder kontrollieren. So, und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich könnte ja jetzt auch die Raumlufttemperatur messen, 21,9 Grad und eine Feuchtigkeit, auch Sie sehen es gar nicht, Temperatur 21,9 und eine relative Feuchte, die, die ja, relativ niedrig ist, <laughs> nämlich so bei 30 Prozent in etwa liegt. Also eine niedrige relative Feuchte habe ich jetzt tatsächlich gemessen und könnte daraus jetzt auch wieder Erkenntnisse ziehen, ob das jetzt irgendwie kritisch ist in Sachen Schimmelpilze. Aber für die Raumlufttemperatur und für die Feuchtigkeit im Raum haben wir ja die Vorgaben der Norm gehabt. Das, was Sie eben gesehen haben an dem Thermogramm, war, dass es natürlich nicht nur Bauteile gibt, sondern auch noch Ecken und Kanten meines Hauses, die sogenannten Wärmebrücken. Und natürlich muss dieses Kriterium, das was Sie da sehen, nämlich der Mindestwärmeschutz, auch im Bereich der Wärmebrücken gelten. Und das zeige ich Ihnen nur ganz kurz. Wir werden jetzt hier gleich über Wärmebrücken sprechen oder einsteigen in den Bereich Wärmebrücken und werden sehen, okay, dadurch, dass da lokal etwas mehr Wärme abfließen kann, entsteht oder ändert sich eben auch die Oberflächentemperatur. Und ich muss auch im Bereich der Wärmebrücken jetzt wieder dafür sorgen, dass mein Mindestwärmestutz entsprechend eingehalten wird. Oh. <laughs> so, und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, wenn denn mein Laptop wieder da ist. Da ist es wie ich im Bereich der Wärmebrücken mit diesem Mindestwärmeschutz umgehe, weil da habe ich ja, ja was habe ich bei Wärmebrücken? Da habe ich ja eigentlich keine, ähm, ja, keine keinen Durchgangswiderstand, sondern mein Bauteil ist ja sehr sehr äh, ähm, ja, inhomogen. Ich kann das ja gar nicht kann das ja gar nicht greifen. Das heißt, da gibt es dann werden wir sehen bei den Wärmebrücken noch mal Eigene Anforderungen, Sie sehen das hier links, so, ich muss das noch ein bisschen verschieben. Ähm, allgemeine Anforderungen im Bereich von Wärmebrücken haben wir eben auch dieses Schimmelpilzkriterium, was Sie hier unten sehen. Ja, 12,6 Grad oder ein anderer Wert, den wir gleich kennenlernen werden, gilt dann im Bereich der Wärmebrücken. Gucken uns da ein paar Wärmebrücken gleich an. Ähm, wird jetzt gerne noch mal so ein bisschen in den Sack sozusagen zubinden. Wir haben über Feuchtigkeitsschutz noch nicht wirklich gesprochen. Wir haben drei Bereiche des Feuchtigkeitsschutzes schon mal gesehen. Wir haben einmal das Thema flüssiges Wasser, Niederschlag oder Abdichtung. Da müssen wir noch mal reingucken, wie das geplant wird. Wir haben ein zweites Thema. Das ist dann der klimabedingte Feuchteschutz auf Oberflächen. Bei Bauteilen habe ich dafür den Mindestwärmeschutz nach Norm. Und im Bereich von Wärmebrücken müssen wir dann nach der Pause gleich mal gucken, was gilt bei Wärmebrücken im Bereich des Mindestwärmeschutzes oder auch ja, andere Aspekte. Und ein drittes Thema haben wir auch noch. Da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Das ist dann der feuchte Schutz im Inneren von Bauteilen. Ja, wir haben ja hier gesehen, die Temperatur sinkt ja über den Bauteilquerschnitt ab. Also innen habe ich noch gemütliche 20 Grad, außen minus 5. Und innerhalb des Bauteils, Sie sehen es rechts unten an der Abbildung hier, sinkt ja die Temperatur ab. Und irgendwo werde ich dann auch den Taupunkt vielleicht unterschreiten. Ja, also auch da müssen wir drüber sprechen, dass im Bauteil selber natürlich auch kein Tauwasser, kein Kondenswasser entstehen darf. Und wie das geregelt ist, das sehen wir aber dann erst nächste Woche. Ich hoffe, dass Sie bislang noch so einigermaßen den Überblick haben. Wir haben erst nur allgemein darüber gesprochen, ans Berechnen sind wir noch gar nicht richtig gekommen. Wir werden auch sehen, dass da sehr viel über allgemeine Fälle geregelt ist und ich wirklich gar nicht so viel rechnen muss.